Moin, Ibims, der Captain Todd. Was geht? Habt ihr mich vermisst oder was? Ich weiß, viele von euch warten auf die neuesten Releases von mir. Ich als begnadeter Rapper, ja, der seitdem er das Captain Todd Treasure Tracker Let's Play durchgemacht hat, ziemliche Erfolge feiert und von der Crowd ziemlich gestagedived wird. Every day, every night, I'm in a koi. Und heute, nachdem der ganze Hype immer noch am Weitergehen ist, fragt mich jeder nach einem neuen Rap-Song. Ich meine, viele von euch haben ja den Song Mac-10 Todd gefeiert, und zwar Todd-Modus. Und da wollen natürlich viele wissen, wann denn hier neuer Stuff kommt. Ich kann's euch sagen, gut Ding will Weile haben. Deswegen, habt mal bitte eins bisschen Geduld, ihr Larrys. Denn so ein Text, der ist mal nicht eben so schnell in einer Sekunde aufgenommen. Oder geschweige denn geschrieben, abgemischt und gemastert. Ich muss meine ganzen Releases nämlich noch zum Mastering schicken, nach Los Angeles. Das ist hinter dem Pilzkönigreich. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Hab Geduld! Ja, Todd, das ist doch mal eine ziemlich starke Ansage von dir. Ja. Was geht ab? Habe ich schon gesagt, willkommen zurück zu Minecraft Battle Minigame? Ich meine, ihr seht es sowieso, aber trotzdem, willkommen zurück zu Minecraft Battle Minigame. Wir sind gerade dabei, eine ziemlich schöne Runde Minecraft zu spielen. Ach, Minecraft, Brodingo, ist ein wirklich sehr, sehr schönes Sandbox-Game, nicht wahr? Und apropos Sandbox-Game. Ja. Heute reden wir mal ein bisschen über ein Sandbox-Game, das schon seit längerer Zeit auf der Switch ist. Seit, ja, ein paar Monaten schon. Ja. Da möchte man ja meinen, Minecraft wäre das einzige Sandbox-Game für die Switch. Aber nö, das ist gar nicht wahr. Es ist nämlich letztes Jahr das gute Spiel Portal Knights auf die Switch gekommen. Und, naja, ich als jemand, der schon seit längerer Zeit auf gute Sandbox-Games wartet, auf guten Minecraft-Ersatz wartet. Ich meine, wenn das Better Together-Update nicht rauskommt, dann muss ich mir eben natürlich eine andere, ich sag mal, Behilfung finden. Ist das das richtige Wort? Ich muss mir anders behelfen. Ne? Da wartet man erstmal natürlich auf Cube Life Island Survival HD, dem HD-Port der Wii U-Version. Wo aber auch nichts zu kommen scheint und wisst ihr, immer wieder Minecraft spielen. Ich meine, Battle Minigame ist ganz cool, aber wenn man nicht das Better Together Update bekommt, dann will man auch natürlich auch ein bisschen einen alternativen Shit finden. Und dieser Ersatz ist in meinen Augen das Spiel Portal Knights, das, wie gesagt, war vor einem Jahr oder im letzten Jahr, zur zweiten Jahreshälfte, seinen Weg auf die Switch gefunden hat. Und ganz im Ernst, ob ich Bock habe, das zu spielen? Heilige Scheiße, ja, das habe ich. Die Frage ist halt nur, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Bock, auf meinem Kanal Portal Knights zu sehen? Ich meine, es gibt bestimmt einige von euch, die sich das Spiel auch gekauft haben und ich werd's auch bald bekommen. Und zwar von den lieben Jungs und Mädels von 505 Games Germany oder 505 Games. Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll, deswegen sage ich lieber 505 Games. 505 Games, das kann man, glaube ich, auch sagen. Aber ich denke, 505 Games klingt stimmiger und deswegen 505 Games. Aber ja, dieses Spiel bekomme ich bald, schon sehr bald, von 505 Games Germany gestemmt. Und dahin geht natürlich erstmal vielen Dank an die guten Jungs und Mädels von 505 Games. Klar, vielen, vielen Dank für diesen Support, dass ich dieses Spiel bekomme. Ja, was denn jetzt? Kämpfen oder kuscheln? Was denn? Ist es dein Ernst jetzt? Du Sau. Jedenfalls
ist es bald soweit, Brudingos. Das Spiel wird bald bei mir sein, hoffentlich. Ja. Wenn ihr das hier seht, ist das Spiel schon hoffentlich bei mir angekommen. Und wird dann auch bald losgehen. Ja. Und wenn es losgeht, könnt ihr mit dabei sein. Denn ich habe überlegt gehabt, aus diesem Let's Play so ein kleines Community-Let's Play zu machen. Ihr wisst ja, ich würde ja liebend gerne Minecraft-Community machen. Aber das geht nicht, weil ja, ich warte halt erstmal auf das Better Together Update, bevor ich das Minecraft Community Let's Play starte. Und ganz im Ernst, wenn Minecraft es nicht gebacken bekommt, dieses verdammte Update auf die Switch zu bekommen, dann muss man sich anders behelfen. Und diese Behelfung ist halt ganz klar auf dem Fokus von Portal Knights Community, was dann, wenn ich es bald haben sollte, dann auch bald auf diesem Kanal seinen Platz finden wird. Dieses Let's Play wird dann bald starten. Ob es ein Stream-Let's Play wird, weiß ich nicht. Könnte sehr gut sein, weil ich habe sowieso momentan nichts, was ich streamen könnte. Weswegen das eigentlich eine ganz gute Sache ist. Und dementsprechend könnt ihr euch darauf freuen. Das Spiel hat übrigens auch einen Online-Multiplayer. Aber wenn ihr euch jetzt fragt, Red und Sky, was ist das Spiel überhaupt? Ist das ein Minecraft-Klon oder was? Nicht unbedingt. Es ist, würde ich sagen, an Minecraft natürlich inspiriert. Und hat seine Inspiration auch von Minecraft bekommen. Eine Inspirationsquelle ist auf jeden Fall auf Trocken am Start. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass dieses Spiel keine persönliche Note hat. Denn das stimmt nicht. Dieses Spiel hat seine persönliche Note. Und zwar aus vielerlei Hinsichten. Erstmal natürlich klar, Portal Knights ist ein Sandbox-Game. Aber gleichzeitig ist dieses Spiel aber auch ein Sandbox-Game mit Action-RPG-Elementen, was halt einfach bedeutet, naja, es ist ein Rollenspiel in einer Sandbox-Welt und es gibt krasse Action. So. Ich weiß generell nicht viel von diesem Spiel, weil ich es noch nie gespielt habe. Ich weiß, dass es voll die expandierende Marke ist. Die hat schon ihren Weg auf Steam gefunden anfänglich. Danach ging es weiter mit der PS4-Version. Danach ging es weiter mit der Xbox One-Version. Und danach bin ich mir nicht ganz sicher, was dann folgte. Ob das Spiel dann auch auf die mobilen Märkte geportet worden ist, aka iOS und Android, oder ob zuerst die Switch-Version gekommen ist. Jedenfalls, dieses Spiel gibt es in so vielen Bereichen. Im Mobile-Bereich gibt es dieses Spiel. Dieses Spiel kann man auf iOS und Android spielen. Man kann es auf der PS4 spielen. Auf der Xbox One, auf der Switch, und ich werde es auf der Switch spielen. Und das in, wie gesagt, baldiger Zukunft. Aber ja, es ist ein Action-RPG, und wie das halt immer bei einem RPG ist, kann man dort Klassen auswählen. Das ist nämlich auch eins der gängigsten RPG-Elemente, dass man zum Start seines Spiels und zum Erstellen seines Charakters auch selbstverständlich eine Klasse auswählen kann, mit der man spielt. In diesem Spiel heißt das konkret, wir haben einen Krieger, einen Nahkämpfer, wir haben einen Waldläufer, einen Fernkämpfer und wir haben den Magier, der auch ein Fernkämpfer ist, der aber wahrscheinlich ein bisschen anderen Stuff drauf hat als der Waldschütze zum Beispiel. Ja. AKA der Waldläufer. Und ganz im Ernst, ihr wisst, ich liebe RPGs, aus diesem Grund habe ich ja auch unter anderem Order and Chaos online gespielt. Gut, das wissen die wenigsten von euch. Es ist aber auch so ein Mobile-Spiel, was ein kleiner Klon von WoW ist. Der kleine Bruder, wenn man so möchte. Das habe ich zum Zerbersten gespielt. Ich habe Order and Chaos Online 2 gespielt. Auch ein RPG, in welchem man Klassen und Rassen auswählen kann, bevor man das Spiel startet und wenn man seinen Charakter quasi gestalten möchte. Und das halt auch als Portal Knights. Ja, auch Portal Knights hat dieses Element, dass man sich verschiedene Klassen auswählen kann. Und ihr könnt euch ja gar nicht glauben, wie gehypt ich darauf bin, es zu spielen. Ja, ich als RPG-Fan. Das wird schon richtig nice. Aber was sagt denn Portal Knights
offiziell über sich selbst aus? Naja, ganz einfach. Portal Knights hat folgendes Prinzip und sagt folgendes über sich aus. Lass die vertraute Welt hinter dir und tauche mit Portal Knights in das Fantastische und Unbekannte ein. Spiele dich mit deinen Freunden in diesem actiongeladenen Crafting-Abenteuer quer durch dutzende Sandbox-Welten, weswegen auch dieser Name Portal Knights entsteht, ja. Die Ritter der Portale. Die Krieger der Portale. Dieses Spiel hat verschiedene Portale, durch die man sich quasi beamen kann, porten kann. Was halt bedeutet, hey, als Sandbox-Game hat natürlich Portal Knights auch seine random generierte Welt, die man spielen kann. Aber es gibt natürlich auch dahingehend nicht nur eine random generierte Welt, sondern ganze 12. Denn man kann durch Portale nämlich in die verschiedensten Welten entschwinden und dort den Spaß seines Lebens haben. Das ist eine richtig coole Sache. Wie das Ganze funktioniert, werden wir sehen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wenn ich spiele, würde es für mich Blindtendo sein. Deswegen gucken wir mal, was man da so alles bestaunen und erwarten kann. Please töten Sie mich nicht, lol. Ich will mich nur füttern. Was? Verdammt Arschgeigen! Was fällt euch ein? Ja. Verschiedene Portale und verschiedene Sandbox-Welten. Finde ich richtig cool übrigens. Denn, warum diese Portale da sind, dazu kommen wir jetzt. Fast jeder hat vergessen, wie lange es her ist, dass die friedliche Welt von Dämmbruch buchstäblich in Stücke gerissen und in die Dunkelheit gestürzt wurde. Welcher Held ist mutig genug, die zerschlagenen Reiche wieder zu vereinen? Gestalte dein eigenes Abenteuer, forme deine Helden und werde der ultimative Portalritter. Klingt schon ziemlich geil, oder? Und ich habe auch so ein bisschen schon Gameplay gesehen gehabt und grafisch sieht es wirklich ziemlich cool aus. Und man muss da echt mal Props da lassen, denn dieses Spiel kommt aus deutschem Hause, aus deutschem Handwerk. Ja, dieses Spiel wurde von deutschen Entwicklern entwickelt. Das ist ziemlich krass, dass ein Spiel dieses Kalibers, das sich so krass expandiert hat auf die verschiedensten Plattformen, das auch noch ziemlich gut zu sein scheint, aus einem deutschen Hause kommt. Ja? Ich meine, was kommt denn so aus deutschem Hause? Moorhuhn, glaube ich. Waldmeister Sause und sonstige Dinge, die ich jetzt gerade nicht abrufen kann, aber es gibt wenig deutsche Spiele, die so eine krasse Qualität haben und dann auch wirklich von deutschen Leuten entwickelt worden sind. Also da muss man echt sagen, Props. Ich glaube auch, dieses Spiel hat letztes Jahr den deutschen Entwicklerpreis bekommen oder Computerspielpreis dafür, dass sie dieses Spiel entwickelt haben und wirklich, ja, nice, heftig. Sei ihnen gegönnt. Und es ist mir natürlich auch eine Ehre, dieses Spiel euch quasi zu zeigen und an euch, ja, wie sagt man so schön, dieses Spiel an euch weiter zu verbreiten, ja, damit ihr es nämlich auch sehen könnt. Und damit ihr nämlich auch mitspielen könnt, denn wie gesagt, man kann das Spiel allein spielen, man kann es aber auch, ich glaube, bis zu viert spielen online, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das werden wir tun, wir werden zusammen durch die Welten streifen und versuchen, dieses Spiel zu knacken. Ja. Das ist so das Ding dieses Spiels und dieses Let's Plays. Das wollen wir alles dann in der baldigen Zeit machen. Sobald das Let's Play startet. Aber erstmal natürlich die Frage an euch. Habt ihr denn Bock auf Portal Knights? Wollt ihr es auf meinem Kanal überhaupt sehen? Wollt ihr überhaupt mitspielen? Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht habe ich auch eine Umfrage gemacht, die euch das auch gefragt hat. Also könnt ihr da auch oben rechts abstimmen. Da wird dann wahrscheinlich sowas stehen wie: Habt ihr Bock auf Portal Knights? Antwortmöglichkeiten wären ja. Ja, ich würde sogar mitspielen. Und nein. Ich denke, das werden die Antwortmöglichkeiten sein. Und ihr dürft natürlich auch noch euren erweiterten Senf in die Kommentare posten, was ihr von diesem Spiel haltet. Ob ihr es selbst auch schon mal gespielt habt, wie ihr es findet. Ob das ein Let's Play würdig ist oder nicht so, aber ich gebe dem Ganzen erstmal eine Chance und guck mal, weil
Allzu viel Schlechtes hat man von diesem Spiel ja sowieso nicht gehört. Im Gegenteil. Ich glaube, wie gesagt, dass dieses Spiel ziemlich gute Kritiken geerntet hat. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Das zu Portal Knights. Ich denke mal, dieses Sandbox-Adventure geht aber nicht nur darauf, dass man halt... ja, groß halt durch die Welten streift, sondern... ich denke, dieses Spiel wird auch seine eigenen Quests und so weiter haben. Hauptquests, Nebenquests, es gibt eine Story, nehme ich jetzt mal an. Es gibt eine Haupt-, eine Nebenstory, es gibt Quests. Danke, Brutz. Und ich denke sogar auch eine spielerische Tiefe. Warum denn auch nicht? Was willst du denn von mir, du Sau? Jetzt mal unsichtbar machen, oder was? Du Schwein. Ha! Ja, moin. He! He! Cool, ich hab gewonnen. Cool. Also ich persönlich glaube, es wird halt nicht nur so ein Sandbox-Game sein, sondern es gehört auch zu einem Action-RPG-Adventure dazu, dass man dort auch Quests erledigt, Nebenquests, Hauptquests. Es wird eine Story geben und ich bin darauf sehr gehypt und freue mich, es dann bald mit euch zu spielen, wenn ihr denn Bock darauf habt. Das wär's für heute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Hannes. Cool. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und ihr habt diesen Kanal bisher noch nicht abonniert, dann tut das, damit ihr nichts mehr verpasst. Ja, was kann man denn, Bruder, sehen? Ja.